Ich finde es interessant, dass ein Grüner hier jetzt hier redet von Rechtsstaatlichkeit, Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen und von Menschenrechten und Kindeswohl da angesichts dieser Abschiebung. Ja, das ist immerhin trotzdem die Durchführung eines rechtskräftigen Bescheides an der Inszenierung von Innenminister Nehammer und auch jetzt an dem Zeitpunkt, da kann man vieles kritisieren, aber da geht's, das ist ein Akt des Rechtsstaates sozusagen. Aber hier wird das Kindeswohl plötzlich entdeckt, dass jetzt die letzten Monate hunderttausende Kinder und Jugendlichen bei uns extremsten Situationen ausgesetzt waren, dass der Vizekanzler Kogler zum Beispiel für Sport zuständig ist und die Jungs, denen Fußball zum Beispiel alles bedeutet, ja, zigtausenden, die seit Monaten nicht Fußball spielen dürfen, nicht einmal draußen im Freien, wo nichts passiert, die sozusagen zum Zuhause sitzen, hier verdonnert werden, wo man sie vom Computer und vom Handy und so weiter nicht mehr mitbekommen. Wir wissen auch offiziell jetzt, wie sich das niederschlägt in voller Belegung der Jugend und Jugend- und Kinderpsychiatrien, das vor allen Dingen auch in Innsbruck, also so zu einem Tiroler Problem. Und das wird übergangen. Ich meine, das sind für mich Themen, mit denen wir uns eigentlich jetzt rund um die Uhr beschäftigen müssen. Da ist von Ihnen noch nie was gekommen zum Kindeswohl und auch sonst zur Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen. Die Grünen, die kommen mir da vor immer wie ein Fisch im Wasser. Die fühlen sich da wohl bei den immer härteren Maßnahmen, immer härteren Strafen. Jetzt bei der Versammlung, auch in der Sondersitzung, reden sie davon, wundern Sie sich, dass die Polizei nicht noch stärker durchgegriffen hat. Also das finde ich schon interessant, wann da der Dialog mit der Zivilgesellschaft, der Ihnen immer so wichtig ist, wann der gewünscht ist und wann nicht.